私を倒さずして。この先には行けませんよ。Ja, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Fire Emblem Warriors mit einer neuen Charaktervorstellung. Heute von Frederick. Frederick auch von Anfang dabei, ein eiserner Kämpfer, der hier versucht für unser Land gut zu kämpfen. Ist ein Ritter und es ist immer besonders gut, wenn der durch die Gegner reitet, weil dann nimmt er die mal alle mit und macht die kaputt. Auch er hat leider keine besondere Waffe, die man dann nochmal hochleveln kann. Das geht mit ihm leider nicht, er muss mit den normalen Waffen auskommen. Und wenn wir uns den Status von Frederico mal anschauen, dann sehen wir, dass er Level 35 ist bei mir jetzt. Eine Stärke von 56, ja, das ist gar nicht so schlecht. Und hier sehen wir seine Waffe, die ist jetzt eine 10er Waffe, ist sehr schwach. Müsste ich vielleicht mal eine bessere geben. Genau, aber er ist jetzt nicht so besonders, auch ich habe ihn nicht wirklich oft gespielt. Aber wollen wir uns den auch natürlich beim Kampf ansehen. So, da sind wir auch direkt im Battle mit dem guten alten Frederick. Und der ist eine Maschine, Leute. Zieht's euch rein, das ist eine Maschine. Der Boom, der schlägt dadurch. Er reitet, allein wenn er normal reitet, wie ihr sehen, haut er die Gegner teilweise auch schon weg. Also jetzt passt auf. Ach, jetzt wollte er gerade losrennen. Da rennt er und da haut er die Gegner auch schon weg. Und das finde ich sehr interessant. Boom, boom, boom. Die sterben irgendwie nicht dabei, so wie es aussieht. Aber okay, haut sie einfach weg. Ja, ist doch schon mal ganz nett. Kann man ja mal machen. So, jetzt geht er aber hier nochmal normal rein. Und wir wollen ja die A-Attacke voll kriegen. Und natürlich auch dann hinterher die blaue Attacke. So muss das. Die A-Attacke ist voll. Auf geht's, Frederick. Zeig uns. Er rennt voll rein. Er schlägt alles aus dem Ruder dort und zeigt mir, meine Axt ist die stärkste im Wald. Da habt ihr keine Chance. R-Attacke natürlich auch direkt hinterherhauen. Pum. Der Gute hier. Pum, 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 wirklich. Da ist ein Ego-Shooter nix. Vergesst einfach Call of Duty. Call of Duty könnt ihr richtig weghauen, wenn ihr Frederick habt, Leute. Denn Frederick shootert viel mehr durch alle Nicht-Shooter, die es gibt. Da, hier. Er haut doch einfach durch, oder? Ist das nicht mal ein richtiger Frederick, würde ich sagen? Ja, das war mal ein richtiger Frederick. So, und ich würde sagen, wir gehen mal da hier. Ach ne, jetzt bin ich schon zu spät. Da ist die R-Attacke. Er rennt ein bisschen hin. Schleudert seinen Speer, den er auch noch eingepackt hat. Ein Schwert hat er natürlich auch noch dabei, aber seine Leibwaffe ist die Axt. Und mit der wird dann auch am Ende zerstört. Level up für ihn auch nochmal hier. Und ja, das war Frederick eigentlich auch schon wieder. Machen wir es heute mal kurz. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gamer. Tschüss!